schenkt mir die Gelassenheit, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Und gib mir den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das zu unterscheiden. Ladies and Gentlemen, ich übergebe das Wort an den Mann des Jahres der Handelskammer von Portland, Mr. Earl Brooks. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich eines Tages hier stehe. Hallo, meine Süße. Hi, Daddy. Du solltest zurück aufs College. Du warst nie auf dem College und bist trotzdem erfolgreich. Du warst jetzt lange genug ein braver Junge. Du weißt, dass du es tun willst. Hallo. Keine Anzeichen für gewaltsames Eindringen. Wir mussten die Sicherheitskette durchschneiden. Man könnte denken, die wurden von einem Geist getötet. Der Mann da draußen hat darauf bestanden, dass ich Ihnen das gebe. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich habe dieses Paar seit Monaten beobachtet. Sie haben sie getötet. Detective Edward, Police Department, wie geht's Ihnen? Sehr gut. Sie hat eine Menge Leute geschnappt. Geben Sie mir alle Fotos, dann können wir uns sympathisch finden für das, was wir sind. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Sie mir irgendwas zu sagen haben. Wir würden gern mit Jane Brooks sprechen, ist das möglich? Hat Jane dir erzählt, dass es einen Mord an ihrem College gab? Wieso sind Sie Polizistin? Wo sind Sie? Sie halten sich nicht an unsere Abmachung. Oh, ich mag das, woran du gerade denkst. Wir werden so viel Spaß haben.